Här i Hoppegarten utanför Berlin ligger det tyska filmarkivet. I betongbunkrarna finns en stor del av det tyska filmarvet sparat på extremt lättantändlig nitratfilm. I de tempererade utrymmena finns också en speciell samling, Tredje rikets propagandafilmer. Av nazisternas 1200 spelfilmer förbjöd de allierade 300 efter kriget. Över 40 av dessa anses fortfarande vara så problematiska att de är belagda med restriktioner. Das ist die Vorreklame, wir würden heute sagen, der Trailer zu Jud Süß, offensichtlich noch mit einer originalen Beschriftung. Und das ist eine Rolle Hedwig und Quecks. Neben dieser Kennzeichnung durch dieses Flammensignal haben wir hier eine zusätzliche Markierung für Nitrofilm. Nicht alles hier in diesem Filmlager ist im doppelten Sinne explosiv, aber dieses Material auf jeden Fall. Wenn ich heute diese Filme wahrnehmen möchte oder studieren möchte oder mir vielleicht auch nur einmal angucken, dann muss ich ja entweder ins Archiv gehen, was durchaus eine gewisse Hürde ist, oder ich muss auf eine der Kinovorführungen warten, was eben auch seltener passiert, oder aber ich muss über einen rechten Händler gehen, den ich aber gar nicht unterstützen möchte, um mir die DVD zu bestellen. Oder eben bei YouTube gucken, wo es ja von Nazi-Propaganda nur so wimmelt, wo mir dann ständig Heil Hitler entgegenspringt und da den Film runterladen. Und damit, meine Herren, Hals und Beinbruch, noch ersten Angriff auf England. Hurra! Noch eine Frage. Alle Leute ist schon. An die Maschine. So herausragende Propagandabeispiele, auch wenn sie in so eine negative Richtung gehen, die würde ich eigentlich niemandem vorenthalten wollen, weil die sind ja einfach interessant. Wer diese Sachen nicht kennt, der weiß wenig über unser Land auch. Ne? Und Wissen vorenthalten, weiß ich nicht, ob das so schlau ist. Es ist ein großer Händler mit Menschen. Hat Soldaten verkauft nach England. An jedem von den Papierchen klebt Blut. Hat sich ausgezahlt, das Blut? Blut zahlt sich immer aus. Merkt das, Mason. Viel Geld können wir nur machen mit viel Blut. Vielleicht gibt es da auch so eine Art magische Vermutung, wenn man mit den Filmen aus dieser Zeit sehr kritisch und restriktiv umgeht, dann gibt man dadurch zum Ausdruck, dass man diese Zeit jetzt auch verurteilt. Über mich können Sie eine Strafe verhängen. Wie hoch Sie auch wollen. Ich habe mit diesem Staat gar nichts zu schaffen, denn ich hasse die Demokratie wie die Pest. Was immer Sie tun mögen, ich werde Sie schädigen und stören, wo ich nur kann. Wir müssen wieder ein Deutschland auf die Beine stellen, das den Vorstellungen eines Frontsoldaten entspricht. Ich glaube nicht, dass diese 40 Filme, wenn wir die heute freigeben oder ob wir die nicht freigeben, ändern an dieser Gesellschaft überhaupt nichts. De flesta filmer från nazisttiden förvaltas av Friedrich Wilhelm Murnau-stiftelsen. De filmer som länge var förbjudna klassas idag som filmer med förbehåll. Uppviglande, krigsförhärligande, antisemitiska och rasistiska är ord som förklarar varför dessa filmer är belagda med restriktioner. Eftersom den tyska grundlagen förbjuder censur hänvisar man till upphovsrätt och lagar som ska skydda barn och unga.
Mycket känns igen från problematiken kring Hitlers bok Mein Kampf. När man ska bedöma dessa filmer får man inte glömma hur viktiga de var för nazisternas propaganda. Die Filmpropaganda hatte einmal einen enormen Stellenwert im Dritten Reich. Man muss ja auch wissen, das war eigentlich zwei Filmverrückte an der Spitze des Regimes, also Hitler und Goebbels, die sich immer Filme angesehen haben, die sich gern mit Stars gezeigt haben, die früh Propaganda studiert haben durchaus auch, also vor allem Goebbels, und die von Anfang an Kino eingesetzt haben als Propagandamittel. Also wirklich von 1933 an bis zum Schluss immer weiter gegen die Realität anproduziert haben, auch als es offensichtlich schon sinnlos war und alles verloren war, immer noch einen Durchhaltefilm drehen wollen. När nazisterna kom till makten tog de genast kontroll över filmindustrin. Man förstatligade alla filmbolag från UFA till Bavaria och likriktade produktionen. Propagandaminister Josef Goebbels blev härskare över den tyska filmen. Efter krigsutbrottet producerades främst bred underhållningsfilm, men också några dyra propagandafilmer, så kallade statliga uppdragsfilmer. Filmens genomslagskraft var enorm. Krigsåret 1943 uppgick antalet biobesökare i Tyskland till över 1 miljard, mer än 10 gånger så många som idag. Dr. Goebbels gab in seiner Rede einen Überblick über das gegenwärtige deutsche Filmschaffen, das trotz des Krieges nicht nur seinen Fortgang nimmt, sondern immer neue Meisterwerke der Filmkunst hervorbringt. Man kann sagen, dass diese Filme heute eher absurd zu sein scheinen. Also wenn man sich so einen Film anschaut, gleich ob es antisemitisch oder anti-englisch ist, sieht es absurd aus. Das ist überholt, das ist Vergangenheit, man sieht klar, dass es Propaganda war. Trotzdem besteht immer eine Gefahr und da ist es wieder egal, ob es anti-britisch ist oder anti-jüdisch ist, besteht die Gefahr, dass bestimmte Stereotypen zum Ausdruck kommen und sich weiter etablieren. Ich bin Engländer. Wollen Sie damit sagen, dass ich kein Engländer bin? Sie? Sie sind Kapitalist. Das ist doch dasselbe. Wer sein Kapital erhalten will, muss Englisch sein. Das ist ein uralter Grundsatz. Manchmal merkt man nicht, dass man Opfer ist von bestimmten Vorstellungen oder Stereotypen, die so unterschwellig sich da zum Ausdruck bringen und die man nicht irgendwie mit einer richtigen Haltung begegnet. Das ist gefährlich. Bei Filmen wie Jud Süß oder Die große Liebe oder auch Stukas muss man ja konstatieren, dass es einen Teil des Publikums gab, der da gerne reingegangen ist, weil Unterhaltungsbedürfnisse befriedigt wurden, weil es Schauwerte gab, weil es Stars gab, weil all das, was zu einem Kinobesuch gehörte, auch in diesen Filmen vorhanden ist. Und für diese Filme muss man dann, glaube ich, auch einen bestimmten Blick entwickeln. Man kann sie nicht nur als Träger von Botschaften, sondern muss sie auch als Teil der nationalsozialistischen Unterhaltungsindustrie betrachten. Med jämna mellanrum går experter igenom de icke tillåtna filmerna. Företrädare för olika institutioner träffas och diskuterar hur man bäst handskas med materialet. Goebbels filmarv är problematiskt. Natürlich kann man sagen,
Was soll denn an diesen Filmen noch gefährlich sein, zum Beispiel? Was soll ideologisch problematisch sein? Über viele Filme kann man lachen. Herr Sebedic hat über das Kuratorium gesprochen. Im Kuratorium sitzen Vertreter des Bundes, also des BKMs, des Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien. Das sind Juristen, das sind Leute, die sich sehr engagieren für Film und Filmkultur insgesamt. Wie wir wissen, Herr Neumann ist ja dem Film sehr zugetan. Das sind A, keine Kenner von nationalsozialistischen Filmen, die haben auch gar keine Zeit, sich das anzugucken. Die wissen aber ganz genau eins, eine Schlachtzeile wollen sie nicht haben. Das ist nämlich überhaupt nicht das, was ihr Job ist, die Schlachtzeile Bundesregierung unterstützt Veröffentlichung von braunen Filmen. En av de mer bruna filmerna heter Heimkehr, hemkomst. Idag är den nästan helt bortglömd. Den stjärnspäckade ensemblen arbetade på order av Goebbels och filmen tilldelades den förnämsta nazistiska benämningen Film der Nation, nationsfilm. I sin dagbok skrev propagandaministern: Heimkehr är en både skakande och gripande film. Scenen i det polska fängelset är den bästa som någonsin spelats in. Die Schule gehört uns, ist unser Eigentum. Auch in Polen gibt es Gesetze. Gesetze zum Schutze der Minderheiten, auch der deutschen Minderheiten. Ich möchte Ihnen nur raten, Fräulein Thomas. Diese allwerden gefährliche Theorie, die Sie aus Deutschland beziehen, sich nicht zu eigen zu machen. Heimkehr hat ja im Grunde die Funktion, einerseits nachträglich zu rechtfertigen, den Überfall auf Polen, der ja nicht als Überfall galt, sondern wir schießen zurück. Also eine Legitimation in dieser Hinsicht und zugleich die Art und Weise, wie mit der polnischen Bevölkerung umgegangen wurde, zu rechtfertigen. Also die brutale Politik der Besatzungsmacht zu rechtfertigen, indem man den Gegner als Feind, der Deutsche umbringt und eigentlich den Deutschen das Lebensrecht abspricht, zu zeichnen. Die Polen vertreiben die Deutschen. Die Polen wollen eigentlich die Deutschen ausrotten. Und Hitler kommt dann am Ende zur Rettung der Deutschen zu Hilfe. Die deutsche Armee kommt und die Auslandsdeutschen können heim ins Reich zurückgerettet werden. Das ist auch eine wahnsinnig hasserfüllte Propaganda. Also die polnischen Figuren werden sehr hassenswert dargestellt. Und wenn man das sieht, ist es auch schwer, sich dem zu entziehen. Und was ich auch ganz perfide fand, ist, dass Kinder sehr eingesetzt werden, um diesen Hass zu transportieren. Also es sind polnische Kinder, die die Deutschen steinigen, vertreiben, die da die Kulturgüter verbrennen, so als ob der slawische Mensch also schon von Kind an verdorben ist. Fragen, wenn ein Jugendlicher diesen Film sieht, der wirklich keine Ahnung hat, und das gibt es, Leute, die wirklich überhaupt nicht wissen, was ist passiert, der kommt aus dem Film raus und sagt dann, ja, was die Polen mit den Deutschen gemacht haben, das ist ja schrecklich, darüber redet ja niemand, das habe ich jetzt mal gesehen in diesem Film, das ist ja schlimm. Und diese Reaktion kann passieren, weil die zum Teil Jugendliche heute wirklich wenig wissen. Und die Idee von dem einen Zuschauer, dass man Informationen aus diesem Film bekommt, das halte ich insofern für absurd. Das funktioniert, wenn man vorher Bescheid weiß. Aber viele wissen nicht Bescheid und deshalb, ich würde das für gefährlich halten. Zu Hause in Deutschland, da sind Sie ja jetzt nicht mehr schwach. Und den Leuten dort ist es nicht egal, wie es uns geht. Im Gegenteil. Ach, das hat mir Fritz immer gesagt, sie interessieren sich sehr für uns. Und warum sollten wir da nicht heimkehren dürfen?
wenn wir nur wollen. Denkt doch bloß, Leute, wie das sein wird. Denkt doch bloß, wenn so um uns rum lauter Deutsche sein werden. Und nicht, wenn du in einen Laden reinkommst, dass da einer Jiddisch redet oder Polnisch, sondern Deutsch. Und nicht nur das ganze Dorf wird Deutsch sein, sondern ringsum und rundherum wird alles Deutsch sein. Und wir werden so mitten innen sein im Herzen von Deutschland. Alles wird eigentlich umgekehrt. Alles wird den anderen zugeschrieben, was man selber macht. Und die Bilder tauchen in diesen Filmen schon auf. Also eben sowas wie Analogie an Bücherverbrennung oder Leute abtransportieren. Die Feinde der Deutschen wenden Gestapo-Methoden an, die foltern. All das wird einfach umgekehrt und ist schon in diesen Filmen vorhanden, was dann später die Deutschen in der Realität an den anderen begehen. Den nazistiska filmpropagandan riktade särskilt in sig på ungdomen. Miljontals unga såg utvalda filmer på särskilda filmträffar för ungdomar som nazistpartiet och Hitlerjugend organiserade. Filmen är det främsta verktyget för att fostra ungdomen, proklamerade Goebbels. Ett påstående som äger sin giltighet än idag. Dann halt gerade Nachwuchsleute kamen und sagen, ah ja, wir haben gehört, da gibt es den und den Film. Wir werden sagen, ja, ich lade euch mal ein, den können wir bei mir gucken, bring ruhig ein paar Freunde mit. Und so konnte man natürlich dann mit den Leuten in Kontakt kommen. Ein normaler 13-, 14-Jähriger, der zum ersten Mal dann so Kontakt zur rechtsextremen Szene hat, der fragt einem nicht sofort nach Jud Süß oder Oben Krüger oder so. Das sind dann Leute, die dann halt schon ein bisschen näheren Kontakt haben und sich auch damit beschäftigt haben schon länger. Und das sind dann halt alle Leute, die man dann, sag ich mal, ideologisieren kann. Heil Hitler! Hey. S. Amann Brandt gratuliert dem Hitlerjungen Erich Lohner zu seinem 16. Geburtstag. Sieg heil! Mir? Mhm. Ui! Mutter! Unser Hitler! Schau! So, schau. Oh, schön. Ja. Ich kann mich auch erinnern, dass in sogenannter Jugendarbeit, also diese Rekrutierung von Jugendlichen, dass natürlich dort auch Eltern um ihre Söhne oder ihre Kinder gekämpft haben. Dass sie nicht in diese Ideologie, nicht in diese Szene abgleiten. Und da wurde massiv auch gewirkt. Der Film mit der jungen Quecks zeigt, dass es durchaus auch Differenzen innerhalb der Familie dann auch aufkommen können. Und ich kann viele Beispiele selbst auch bei mir persönlich nennen, wo sich die Eltern oder Teile der Eltern sogar in linken Flügeln sich aufhalten und deren Söhne oder deren auch Töchter sich der komplette Naziszene anschließen. Unsere Fahne ist die neue Zeit. Unsere Fahne. Aber was singst du denn da? Sing doch die Nazis, Mensch. Du hast ja das gelernt, was? Du lass doch den Jungen, ja, der wird es einfach aufgeschnappt. Was heißt das so, wenn hier was gesungen wird? Dann singst du. Hört, gehört die Signale auf zum letzten... Warum singst du nicht mit, was? Na los! Auf zum letzten Gefecht. Du singst ja nicht, was? Kannst du nicht, was? Na, sing mal! Völker hört die Signale auf zum letzten. Kannst du nicht singen, du? Von den Stichproben, die ich kenne, und auch von den Diskussionen innerhalb der FSK und unter den Prüfern, ist ein absolut präsentes Argument, das gesagt wird bei
diesen, insbesondere bei Filmen aus der Nazizeit, der normale Jugendliche wird davon wahrscheinlich gar nicht beeindruckt sein, aber der zu Rechtsradikalismus neigende Jugendliche, dass da dieser Film eine ausgesprochen beeinträchtigende und gefährdende Wirkung haben kann, das ist vollkommen präsent. Es ist so, dass natürlich Verbote durchaus interessant machen und natürlich auch Verbote dieser Reiz und dieses Tabubruch natürlich auch mit sich führen. Also wenn man jetzt so ideologisch denkt, dann warum ist es denn verboten? Weil diese Demokratie, diese Gesellschaft, dieses System nicht die Wahrheit verträgt, also muss es die Wahrheit sein. Fick! Unsere Fahne flattert uns. Till de mest känsliga filmerna i giftskåpet hör de antisemitiska. Vid de sällsynta visningstillfällena är det dessa filmer som väcker störst intresse och nyfikenhet bland folk. Därför inleds varje visning med en vetenskaplig introduktion och avslutas med ett samtal. Hallå, en karte för Jus Süß, bitte. Tack. Jud Süß ist einer von etwa 40 Filmen, die bis heute für öffentliche Vorführungen nur unter Vorbehalt zugelassen sind. Und mich würde sehr interessieren, wie Sie den Film jetzt heute empfunden haben, ob Sie ihm noch diese Gefährlichkeit, die ihm zugeschrieben wird, ob Sie die noch so sehen. Und ich denke, es ist am interessantesten, bei dem Film mal sich genauer anzuschauen, wie der Film mit Emotionen spielt und wie er seine Anliegen zu vermitteln versucht. So hungerten sie in die Juden in die Stadt. Die Bevölkerung ist in hellem Aufruhr. Wie die Heuschrecken kommen sie über unser Land. Schon diktiert Herr Oppenheimer die Steuern. Der Jude hat die Hand auf der Minze, auf dem Salz, auf Bier, auf dem Wein, ja sogar auf dem Getreide. Und auf unseren Frauen und auf unseren Töchtern. Ich war da voll drin in dem Film. Ich fand ihn sowas von ekelhaft. Und ich kann mir gut vorstellen, wenn der einfach freigegeben wird, da lässt sich alles Mögliche in der heutigen Zeit rein projizieren. Ja, das war natürlich umwerfend, nicht? Diese Ansammlung von Dreck und Klischees, Wahnsinn. Ich habe jetzt drei Vorbehaltsfilme gesehen. Dieser hier, der Jud Süß, ist derjenige, welcher tatsächlich nicht mehr gezeigt werden sollte. Er hat den größten Hetzfaktor. I Frankrike visas Jud Süß bara vid ytterst få tillfällen. Filmen är belagd med mycket hårda restriktioner. En visning för franska gymnasieungdomar är en av de största visningarna sedan 1944. Inte bara i Tyskland utan också i det ockuperade Frankrike rönte Jud Süß stora framgångar med över 1 miljon besökare. Att man lät göra en franskdubbad version visar vilken vikt man tillmätte filmen. Le film, vous le savez, il s'inspire d'une histoire vraie, d'un personnage qui a existé au XVIIIe siècle. Alors le portrait des Juifs qui est dressé dans le film, on en débattra évidemment, mais peut être considéré comme une sorte de condensé de tous les stéréotypes nazis, de la grammaire antisémite de l'époque. Les Juifs sont associés à l'argent, au sexe, au thème du complot et de l'infiltration. Le Seigneur veut que son peuple soit discret et sage, et que partout, de par le monde, sans éclat, il se disperse pour ainsi gouverner toute la terre. Mais sans extérieur, comment dominer un peuple si riche? Pour être certain de dominer les gognes, pendons leur argent. Mais garde-toi de te glisser dans les affaires du prince.
beherrsche ich den Fürsten, beherrsche ich das Volk. Dem Fürsten verzeiht man jegliche. Der Wille des Herrn wird es nicht verhindern wollen, dass ich auch aus Württemberg mache, das gelobte Land für Israel. Es liegt schon vor uns. Ich brauch's nur zu greifen mit meinen Händen. Und ich kann drüben schon sehen, Milch und Honig fließen. Für Israel. Est-ce que vous considérez qu'il y a une séduction formelle de ce film dans sa forme par rapport au film que vous avez l'habitude de voir? Personnellement, moi, c'est un film qui m'a marqué et on va dire que on arrive facilement à rentrer dans ce film et c'est ça qui nous choque, qui choque tout le monde aujourd'hui, c'est que ça marche quoi, ce genre de film marche et c'est ce qui fait la propagande quoi. C'est un film qu'on peut regarder très facilement, c'est pas choquant quand, de par notre contexte maintenant, avec l'histoire, quand on apprend les cours, qu'on a une vraie, on a un vrai recul par rapport à ce qui s'est passé avant. Donc pour ma part, non. Je trouve pas que ça mérite d'être interdit. Je pense que, en fait, ce film, c'est une idée, enfin ça existe encore, des choses comme ça, parce qu'il y a toujours eu le méchant communiste, le méchant juif, et encore maintenant, il y a les nouveaux films comme ça, il y a toujours les méchants terroristes qui sont arabes, machin, et tous méchants. Donc je pense que ça peut être une leçon que ça existe encore, ça. Faut pas le nier, quoi. Et il y a parmi nous des témoins, et j'aimerais bien qu'on les entende, madame. Je me présente, Frida Wattenberg. Je suis une résistante juive de pendant la guerre. Je pense, comme ceux qui l'ont dit ici, on doit le voir dans un milieu encadré comme ici. Il faut que les jeunes le voient partout pour qu'on leur montre ce que c'est qu'un endoctrinement, même par l'image. Moi, je suis un ancien déporté. J'ai été déporté. J'étais à Auschwitz-Birkenau et une partie de ma famille est morte là-bas. Des gens qui ne sont pas préparés, le grand public... en période de crise, quand les gens ne sont pas contents, qui cherchent des coupables, des boucs émissaires, je crois qu'il faut être plutôt trop prudent que pas assez. Ah ben. Was? Bete nur zu deinem Gott. Bete nur. Aber nicht nur ihr Christen habt einen Gott. Wir Juden haben auch einen. Und das ist der Gott der Rache. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Bedankst du dich bei Ihrem Vater? Lass ihn nicht hinaus. Will sie, ich soll machen, dass die Hochverräter nicht erschossen werden? Rühre mich nicht an! Sie müssen sich doch nicht. Dann kannst du dein Aktuarius wieder Pour moi, c'était important de voir ce film pour réaliser comment est-ce que la population allemande, française, enfin la population européenne a pu plonger dans un tel antisémitisme. Et ce qui m'a beaucoup choqué avec ce film, c'est qu'il y a des moments durs, par exemple quand le juif de l'histoire viole la jeune femme arienne. Et donc c'est un moment dur. Déjà, le contexte historique a été modifié pour donner l'impression que ça n'a rien à voir avec la situation actuelle, alors qu'en vérité, on était en plein dedans quand le film est sorti. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'un garçon en parlait, il y a le FN en France, alors qu'en Allemagne, il n'y a pas de parti comme le FN en France, parce qu'il y a toute cette histoire de leur pays. Donc je pense qu'il serait plus dangereux de le mettre en France qu'en Allemagne. Est-ce que vous seriez pour une diffusion à la télévision du Juif Sus? Oui. Non. Je crois que le vote est clair. Jodsys är den mest kända och mest framgångsrika av nazisternas antisemitiska filmer. Bara i Tyskland hade filmen över 20 miljoner besökare. Till Goebbels antijudiska filmprogram, som propagandaministern lanserade strax före krigsutbrottet 1939, räknas också pseudodokumentära hetsfilmer som Den eviga juden och den idag mindre kända Die Rothschilds, Aktien auf Waterloo. In diesem Film gibt es eigentlich so viele jüdische Stereotype, die heute auch noch virulent sind. Also immer
natürlich klar, worauf man sich immer berufen hat, dieses jüdische Figuren mit so einem Art weltumspannenden Finanzjudentum in Verbindung zu bringen, was ja die ganze Welt letztlich bedroht. Diese merkwürdigen Fantasien von so einer Weltverschwörung, die da immer durchgekommen sind. Das Feindbild hat sich nicht geändert. Das ist unter anderem auch das Judentum oder eigentlich im größten Teil das Judentum. Dort verbirgt sich der Kapitalismus, dahinter steckt die Globalisierung. Darauf basiert eigentlich alles. Darauf basiert bis heute noch die nationalsozialistische Ideologie. Gerade die Rothschilds wurde da als immer noch aktueller Film oder Film mit aktuellen Bezügen einfach auch gezeigt, weil sie ist dann, ja, ihr seht es genau, wie es abgelaufen ist. So haben die sich ihr Vermögen erwuchert und heute über die Fed, also dann in Amerika, wurde es dann noch schlimmer. Und so, also das waren dann schon wirklich Sachen, wo man dann anknüpfen konnte. Ja, wissen Sie, bei Ihrer Art der Betrachtung schrumpft die Erde zusammen. Ja, man muss nur klar sehen. Also, hier in London sitzen Sie und Sie. Wir beide. Hier nach Wien kommt mein Bruder Salomon. Salomon Rothschild. Richtig. Hier nach Neapel setzen wir meinen Bruder Karl. Karl Rothschild. Natürlich. Also. Und passen Sie mal auf. London. Wien. Neapel. Hier in Frankfurt ist unser Stammhaus. In Gibraltar sitzt England. Na, was liegt da? Jerusalem. Wollen Sie da auch eine Filiale gründen? Umgekehrt, mein lieber Herr. Die Filialen von Jerusalem sind wir. סרט מאוד מרתק לי. האם אנחנו לא צריכים לחייב את כל הנאו-נאצים לשבת ולראות את הסרט הזה ולהגיע לאיזשהן מסקנות שהן כנראה הפוכות ממה שהיו? Scene without context, even scene with context, it's too easy to let stuff slip by. And I'm scared. It's not seeing this movie you will become a neo-Nazi on the spot, no. But something is lodged. תיקח קבוצה של ילדים, לא מפה. קח אותם בשוודיה באיזה מקום, בנורווגיה, ותראה להם את הסרט הזה משך שלושה חודשים, פעמיים בשבוע. הם יוצאים עם דעה מאוד ברורה מי אנחנו. זאת אומרת, זה מרתיע. Today it's not so much the Jews responsible for what's happening, it's more the state of Israel. And I don't know if today the money is so much the problem, but maybe our military conduct that's more under criticism. So therefore I don't know if it's so much a threat today. I think it's funny and it's passé. Die Israelis verstehen die Deutschen nicht. Sie halten die Deutschen für zu ängstlich, zu vorsichtig. Die Zeiten sind vorbei, von denen man hier spricht. Es gibt selbstverständlich Politiker und Menschen in der politischen Klasse, die immer davor warnen, dass der Antisemitismus wieder zurück nach Deutschland kommt. Aber das ist ein politischer Gag. Das nimmt man hier in der Öffentlichkeit nicht ernst. Das, was für die Deutschen so vordergründig ist, die Auseinandersetzung mit der Verbreitung von Mein Kampf oder das Zeigen von Filmen aus dieser Zeit, das scheint den meisten Leuten Israels kein Thema mehr zu sein. אני לא חושב
חושב שצריך להפיץ סרט כזה ולהציג אותו ברבים בגלל שזה סמל נאצי. בתור מלחמה בנאצים, בתור זה שאנחנו צריכים להראות שאנחנו מתנגדים לדבר הזה. הוא לא עובר את מבחן הזמן, הוא סרט, נקרא לו שרובו מלא בקריקטורות ובסימבולים שהם עבד עליהם הקלח, ולכן האיסור היום הוא על גבול הטיפשי. הדרך שלנו להילחם באנטישמיות היא להראות את הסרט הזה לכל ילד בבית ספר בישראל, שידע ושיבין ושיבוז לדבר הזה באופן גלוי ומושכל. Många skådespelare och regissörer ställde sig till nazisternas förfogande och bidrog till filmernas publikframgångar. Goebbels höll filmstjärnor som Sara Leander och Paula Wesseli med drömgager och vittgående privilegier. Till de viktigaste galjonsfigurerna i de statliga uppdragsfilmerna hörde Heinrich George och Emil Jannings. Er konnte sich nicht vorstellen, zu emigrieren. Er hatte Hollywood erobert mit der Paramount, die ihm die herausgestellt hat. Er konnte sich nicht vorstellen, jetzt wieder nach Hollywood zu gehen und, was weiß ich, Nazi-Offizier oder irgendeine Charge zu spielen. Das konnte er sich nicht vorstellen. Und in Deutschland konnte er die Rollen spielen, die er spielen wollte. Sagen, es gab zwei Menschen im Dritten Reich, die irgendwie eine gewisse Beliebtheit beim Volk hatten. Das war Jannings und Göring. Du verkennst mich, Vater. Im Gegenteil. Jetzt lerne ich dich erst kennen. Dafür habe ich dich nach England geschickt, dass du mir wiederkommst als ein Fremder. Du bist ja verengländert. Das darfst du nicht sagen, Vater. Das darf ich nicht. Kannst du die Wahrheit nicht hören? Sieh dich doch an. Sieht so ein Buhr aus. England, England. Jedes dritte Wort England. England ist unser Feind. Unser unerbittlicher Feind. Wer mit England paktiert, liefert sich England aus. Aber solange ich lebe, wird das nicht geschehen. Da schwöre ich dir, so wahr mir Gott helfe. Politik hat ihn nicht interessiert. Ihn hat die Rolle interessiert, der Stoff interessiert und interessiert natürlich über das Schauspielerische, über die Rolle hinaus, der ganze Organismus, den ein Film hat. I sin dagbok skrev Goebbels i maj 1941 följande om Ohm Krüger. Krigsårens största prestation. En film att uppröras av. Jannings är överlycklig. Erstmal ist er ja sehr gut gemacht. Also ich meine, ein Aufwand, wie kein Regisseur das heutzutage in Deutschland überhaupt möglich für möglich halten könnte, dass man sowas noch. Ja. Und dass so gute Schauspieler sich immer wieder hergegeben haben, damit zu spielen, ja, sind doch großartig. Und wenn man an den Jannings denkt, im Letzten Mann, wie gut er da war, was das für ein wunderbarer Film war. Ja. Und dann sieht man ihn hier. Ja. Schrecklich. Also das macht mich am meisten krank als Regisseurin, dass Schauspieler sich dafür hergeben. Das wirklich Schlimme war, dass er sich nicht zu Ohm Krüger bekannt hat. Dass er gesagt hatte, wurde es mir aufgezwungen und Goebbels und so weiter. Er hätte dazu stehen können.
Denn es war kein Jud-Süß, es war nicht der ewige Jude, es war ein Film im Dritten Reich. Er hätte dazu stehen können und in die Auseinandersetzung gehen können. Aber er hat es nicht gemacht. Es kommt darauf an, das Projekt morgen Nacht überraschend durchzuführen. Mit wem denn? Die Würzburger kriege ich bis morgen nicht her. Also mit unseren eigenen Truppen. Das ist doch ein Sau-Jude. Weißt du, was er mir da redet? Mit Württembergern auf Württemberger schießen? Was? Das ist sehr schwierig. Das war ein linker Schauspieler, der ist mit fliegenden Fahnen zu den Nazis übergelaufen. Jeder Versuch, ihn zu rechtfertigen, politisch zu rechtfertigen, misslingt. Es ist unentschuldbar, was er zum Teil gemacht hat, was er gesagt hat. Andererseits hat er als Intendant des Schiller-Theaters nicht der Nazi-Ideologie immer gehorcht, sondern hat Schlupflöcher gelassen für Leute, die auch verfolgt worden sind. Und das ist natürlich schon interessant. Dann kann man das differenzierter vielleicht beurteilen. Heinrich George spelade också huvudrollen i Mastodont-filmen i färg, Kolberg. Filmen var ett led i att mobilisera tyskarna inför slutstriden. 10 000 soldater kallades in som statister. Och Goebbels visste att utnyttja sin filmstjärnas breda register. Er hat in seinem Rollenrepertoire, obwohl er so mächtig war, etwas von dem verletzten Kind. Wenn er dann sagt, ich bin ja an nichts schuld gewesen, sondern das hat man mir zugefügt, entspricht das merkwürdigerweise seinem Rollenimage auch ein wenig. Also, können wir alten Mann doch die Schande nicht antun und unsere Stadt dem Napoleon preisgeben. Ich hab's ja auch unserem König versprochen. Lieber unter den Trümmern begraben als kapitulieren. Wäre Kolberg im Sinne einer gerechten Sache beispielsweise verteidigt worden, so, und nicht instrumentalisiert worden als Nazi-Propagandafilm, dann wäre das natürlich eine Paraderolle für jeden Schauspieler gewesen. Und das dann moralisch zu hinterfragen als Künstler, wenn du so eine Rolle angeboten kriegst. Eisenau. Eisenau. Ich habe noch niemals vor einem Menschen gekniet. Jetzt tue ich's. Ich darf nicht aufgegeben werden. Nein, so wollte ich es von Ihnen hören, Nettelbeck. Jetzt können wir zusammen sterben. Ett specialfall bland Tredje rikets filmer utgör än idag Vem dömer? I många år ansågs den vara ofarlig för att på 90-talet återigen beläggas med restriktioner. Den spelades in 1941 för att förklara nazisternas politik att döda psykiskt sjuka och handikappade personer. 70 000 människor hade redan mördats när filmen gick upp på biograferna. Budskapet var förpackat i en melodram där en ung, obotligt sjuk läkarhustru ber sin maka att göra slut på hennes lidande. I sin dagbok skrev Goebbels: Liebeneiners nya film Vem dömer? Förespråkar eutanasi, en storslagen och helt och hållet nationalsocialistisk film. Debattens vågor kommer att gå höga och det är avsikten. Versprich mir, Thomas, wenn die Krankheit schneller ist als du, lass mich nicht allein. Nein, nein, du sollst jetzt nicht sprechen. Und wenn ich sehr in Not gerate, dann musst du mir helfen. Du musst mir helfen, dass ich deine Hanna bleiben kann. Bis zum Ende. Nicht irgendetwas anderes wäre. Taub und blind und idiotisch ein Krüppel. Ich könnte es nicht ertragen. Es geht in der privaten Diskussion, die dieser Film auslöst, nicht darum, dürfen wir alle unsere Irren in Gaskammern stecken. So. Das würde das christlich vorgeprägte Wissen, und auch jeder Nazi hatte ein christlich vorgeprägtes Gewissen, das war einfach so in dieser Gesellschaft, überfordern. Ja?
sondern man muss dieses Gewissen schonen. Das wusste Hitler. Und dieses Schonen des Gewissens geschieht durch Wegsehen. Also, dass man irgendwie zwischen nicht wissen müssen und nicht wissen wollen einen Ausweg findet. Und dazu braucht der Mensch immer ein bisschen Theater, dass es nicht so genau klar ist, also das Halbdunkel. Hast du sie getötet? Erlöst, Bernhard. Erlöst? Erlöst nennst du das? Thomas! Thomas, was hast du getan? Du hast sie gemordet! Weil ihr Leiden unmenschlich war. Und weil der Mensch über dem Tode stehen muss, wenn es darauf ankommt. Darum habe ich sie erlöst. Ich möchte Frau Liebeneiner zu ihrem Papa gratulieren, dass der so einen tollen Film gemacht hat. So wie der Film hier gezeigt ist, könnte er in irgendeinem modernen Land mit einer modernen Zivilisation und einem modernen Recht und zu irgendeiner Zeit spielen. Ich komme selber aus einer Ärztefamilie, kenne psychiatrische Anstalten von innen mit wirklich traurigen Gestalten, kenne auch vom Dienst in der Bahnhofsmission Menschen, bei denen ich nur noch staunen kann, dass die einen Lebenswillen haben und wo ich auch schon oft mit Kollegen diskutiert habe, wäre es nicht besser, wenn diese Menschen mal in Frieden sterben können. Ich meine nur in der Theorie. Also der Film nimmt natürlich Partei, das merkt man. Aber ich finde es nicht illegitim. Ich saß hier die meiste Zeit und dachte mir, das ist ja einfach nur übelste Nazi-Propaganda. Also vor allem, wie das alles verquickt wird mit diesem Männer-Frauen-Bild, mit dieser großen Liebe, die da im Hintergrund immer ist. Mir ist das Kotzen gekommen, ich konnte da eigentlich kaum noch zugucken, ganz ehrlich gesagt. Mein Vater hat immer gesagt, also er war der Meinung, dieser Film gibt doch einen Anstoß, dass man nicht mehr heimlich darüber redet, sondern dass das mal offiziell wird, dass man mal das für und wider, ich meine, man kann sagen, das ist natürlich äußerst naiv, aber das war seine Überzeugung. Er hat sich natürlich absolut missbrauchen lassen von den Intentionen seiner Vorgesetzten, unter anderem Goebbels. Ich bin ehrlich gesagt auch dagegen, dass dieser Film einfach so freigegeben wird. Denn der Weg von der Sterbehilfe zum Mord ist sehr klein. Wenn der Herr Studienrat hier recht behalten soll, dass man nämlich das Recht zur Tötung nicht dem einzelnen Arzt erteilt, sondern die Gewährung dieser letzten ärztlichen Hilfeleistung dem Staat überträgt, wie das ja bei Todesfragen allgemein der Fall ist, müsste man für diese medizinischen Gerichte, so will ich das mal nennen, natürlich Gesetze erlassen. Aber dann bitte so schnell wie möglich. Ich bin ein alter Soldat, meine Herren. Und es ist für mich selbstverständlich, dass der Staat von uns eine Pflicht zu sterben fordert, wenn es nötig ist. Aber dann müsste er uns auch ein Recht zu sterben geben, wenn es nötig ist. Deswegen der Titel ja auch, ich klage an, ich klage ein unmenschliches Gesetz an, das verbietet im Fall sehr schwerer Leiden sozusagen der ärztlichen Pflicht der Erlösung eines solchen schwer leidenden oder geistig völlig umnachteten Menschen nachzukommen. Ich wünschte, es wäre der Tod. Es ist der Tod. Hallo. Wie ich dich liebe, Thomas. Das ist die weiche, schöne, angenehme Seite des Nationalsozialismus, die aber ganz ähnlich wie die harte, also die marschierende, die uniformierte, die mit den Trommelwirbeln, auf dieselbe oder vielleicht noch ja, wichtigere Weise die Massenverbrechen, die Großverbrechen mit ermöglicht. 70 år efter Nazitysklands fall kan man undra hur effektiv nazistpropagandan är idag. Hur ska man förhålla sig till detta arv? Ett arv bevarat på förgänglig cellulin.
Är filmerna från den tiden fortfarande farliga? Trotzdem, dass wir so weit jetzt schon davon weg sind, und doch ist es immer noch Zeitgeschichte. Also da leben auch noch Menschen aus der Zeit, und zwar sowohl Täter als auch Opfer. Und das ist für mich auch immer noch so eine Deadline. Also wenn ich mir vorstelle, dass man Jud Süß jetzt irgendwie an allen Kinos abspielt und es sitzen dann tatsächlich, weil man es nicht mehr kontrollieren kann, irgendwie gröhlende Neonazis drin und das zu einem Zeitpunkt, wo in Deutschland auch noch Überlebende des Holocaust leben, wird mir ganz schlecht, ganz ehrlich. Ja? Also das tut mir nicht gut. Ja? Also der Gedanke ist für mich relativ unerträglich. Andererseits finde ich schon auch, es scheint auch ein typisch deutscher Zug zu sein, dass wir uns sehr schwer tun mit bestimmten Dingen. Es ist natürlich eine gewisse Horrorvorstellung, dann den Jud Süß oder andere Nazi-Propaganda bei Real in der ersten Reihe im Markt zu sehen. Und das kann ja auch durchaus passieren, oder beziehungsweise da stehen teilweise diese Filme ja auch heute, die das Dritte Reich behandeln oder die Hitler auf dem Cover haben, die aber nicht verboten sind. Natürlich besteht diese Angst, aber dann kommt es ja darauf an, man kann ja die Präsentationsform bestimmen. Ich kann ja ein kluges Cover gestalten, ich kann eben diesen Film einbinden mit Audiokommentaren. Wie gerne hätte ich eine Auswahl, weil ich die nicht gesammelt habe, von sagen wir mal 20 so NS-Klassikern, wo du dann einfach sagst, okay, heute Abend, das muss man haben. Die Immunität gegen Antisemitismus beginnt nicht mit einem Vortrag vor dem Zeigen des Films Jud Süß. Das beginnt schon in der Schule, das beginnt zu Hause. Wenn jemand Jud Süß heute sieht und dann zum Antisemiten wird, dann bedeutet es nicht, dass man einen Fehler begangen hat mit dem Film Jud Süß, sondern mit der Erziehung vorher. Ich finde, wir sollten all das frei zugänglich machen und dann müssen wir halt darüber reden. Dann wird es ganz bestimmt Missbrauch geben. Aber das finde ich alles viel besser, als wenn es unter der Bettdecke stattfindet und man Mein Kampf im Internet runterlädt und Ich klage an, kann man bei YouTube sehen oder sich aus den USA mitbringen. All diese Dinge gehören wirklich endlich beendet.